Du bist so diplomatisch. Wow. Oder ich esse beide. Meiner Frau, die sagt, ihr ist wieder wie neu. Wie früher. Wie früher. Mein Kind sagt, hat Hunger. Aber sie sagt Eifersucht. Ach, stimmt. Naja, gut, okay. Wie sieht für Schwestern aus? Du bist so grimmig. Warum bist du so grimmig? Was ist los? Ist doch nichts passiert. Hm. Guten Morgen, wie geht's dir? Ist das überlegen? Ist da Fett auf der Linse? Aber wie? Uli, warum kletterst du da hoch? Na, wenn das der einzige, wenn das der einzige Mangel ist, Makel ist. Meine Temperatur ist in der Mitte von 4 und 3. In der Mitte sein von 4 und der 3. Dazwischen direkt. Immer von 4 zwischen der 3. Ich sieh. Schön posiert, wunderbar. Hast du ein paar Grimassen? Gut, ich bin gleich im Laden. Mir vorgegangen. Sie hat ein neu. Ist das süß, ne? Der lange Mund. Mach mal auch. Ist das süß. Und die Kuppelnase. Oh, oh. Guck mal, genau so soll mein Toastiges aussehen. Genau so. Das ist genau auf der anderen. Nein, wer möchte an den Zuckernapf? Nein. Oh. Nein, auch mein Süßes. Oh, vor mit. Und hinlegen. Ja, und strampeln mit dem Bein. Ja, mit dem Bein strampeln. Gut, ich gehe dann gleich in den Laden. Jetzt. Ja, das war mein neues T-Shirt. Yeah. Yay, Fox. Zieh heute mal runter, weil es heute ja ordentlich kalt wird. Kälter als die letzten Wochen. Dann machen wir heute mal ein Teilekonvolut hier drin bei ins Netz, weil ich muss ein bisschen abschaffen. Heute ist wieder so ein trüber Tag, wo nicht so viel passiert. Morgen machen wir die Tour. Ich freue mich schon drauf. Ja, ja, ja. Mit diesen Rädern. Rädern. Ich mach die Tour. Ich mach die Tour. Na gut, wie auch immer. Ich räume jetzt ein bisschen auf hier, räume ein bisschen Zeug zusammen, vor allem diesen ganzen Kleinkram, den ich mal wegräumen muss. Also alles, was sich so in diesen Pappkartons und Kisten hier angesammelt hat. Ja, also da habe ich ja immer in die Kiste zum Beispiel immer reingeschmissen, Teile. Rin. Zum Wegsortieren. Jetzt muss ich es immer wegsortieren. Wenn ich jetzt Zeit habe, kann ich das machen. Moin! Wolfgang, ich habe ein Geschenk für dich heute. Ah, Geschenk für mich? Hier. Moment. Kannst du immer hier brauchen, Sortierkasten. Oh Mann, du bist da so gut zu mir. Oh, da ist Donnerwetter. Ich stelle hier ab. Kannst du. Hier, da sind so Einlagen drin. Die kannst du denn hier so drin machen. Ja, das ist schön. So. Ich weiß. Kannst du sortieren wieder? Ja, danke schön. Du, hoffentlich kannst du hier brauchen? Ja, ja, selbstverständlich. Ja, 3, 6, 9, 12, ja. Reichlich? Ja. Heute gibt es heute eine Welt, liest vor. Ja, die ist heute eine Welt. Wolle liest vor wieder. Wolle liest vor. Wolle. Aus, das Haus. Haben sie dann in der Liebestraße 34 raus. Aus das Haus? Nein, das war aber heute schon. Ja, ganz kurze Wolle-News aus das Haus. Das ist klar. Das ist klar. Linksextremistisches Hausprojekt Liebig 34 ist geräumt. Unser Luftbrückenheld wird 100. Maskenpflicht jetzt auch im Freien? Was? Also, kommt auch kein Mensch. Ich bin schon die ganze Zeit hier. Kommt kein Mensch. Ja, ja, ja. Schon 2 Stunden. Nicht einer. Deine Freundin kommt. Naja, du bist zu spät. Wolfgang, ich muss weitermachen, aber ich muss aufräumen. Dann kannst du jetzt schnell noch mit ihr nach Hause laufen. Aber du bist nicht herzlich. Du alter Weiber. Das ist ja so blöde Wetter, weißt du, ich dachte, unbeständig kalt und ach. Tja, Mensch, du, ist Herbst, oder? Na ja, das ist, ich weiß, was du meinst, aber. Was du meinst? Herbst, meine ich. Ja. Ja. Ja, ja. Herbst. Gut, Wolle. Will ich euch nicht länger stören.
Ich werde gemütlich, kalt vielleicht, dann werde ich da. Ja, Maskenpflicht auch im Freien jetzt. Das ist ja, das wird ja was hier an öffentlichen Plätzen. Uiuiui, also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll hier. Ist ja schön, dass wir jetzt alles mal mitmachen dürfen, aber. Okay, liebe Leute, das Laufrad hatten wir letzte Woche zur Reparatur und ich schaue mir das jetzt mal an, ob das noch brauchbar ist. Das haben wir dann ausgetauscht, weil hier ist keine Kugel mehr drin. Das ist aber gar nicht alt. Da schauen wir jetzt gemeinsam mal rein. Ja. Entschuldigung. Ja. Dürfte ich mir mal Ihre Pumpe ausleihen? Ja. Danke. Der sieht noch ganz gut aus, die Seite. Aber diese hier ist nicht mehr existent. Da ist nichts mehr. Machen wir mal sauber. Also die Narbenhülse hier drin. Drückt sich durch. Hier, reißt hier. Dünn gewalzt und reißt nach innen weg. Mit anderen Worten kann man da gar nichts machen. Dann speichern wir den mal aus. Also es wäre jetzt ein Experiment geworden, hier die Schalen rauszutreiben und da Industrielager einzupressen. Allerdings hier mit dem Durchmesser, die haben natürlich keine harte Kante hier hinten. Aber das wäre bestimmt gegangen. Das wäre gelaufen, na sicherlich. Klar. So billig, ja, die Schalen, dass die sich da durchwalzen. Ist ja auch ein Ding, ja. Okay, ich speichere aus. Hallo. Ich habe Ihren Film gesehen auf YouTube. Ja. Da machen sie halt so geschickt die Mailat-Sachs Facette abzuschrauben. Ja. Das ist ja auch relativ einfach. Jetzt sieht man noch runter. Nee, meine ich jetzt das hier zu zerlegen. Ah, okay. So. Bei Mailat eben nicht. Bei Mailat brauchst du direkt diesen, also bei der Helikomatik brauchst du direkt diesen Schlüssel dafür. Und dann kommst du erst an den Freilaufkörper ran. Aha. Die zwei Löcher sind das hier nicht bei dem. Das wäre ja einfach. Da brauchst du im Grunde noch sowas hier. Sowas wie den Tretlagerschlüssel. So.
Bei denen ist es eben, dass du diesen Schlüssel brauchst für hier drin, weil hier ist ja nochmal eine Verschraubung hier drauf auf dem Zapfen. Siehst du hier diese Gewinde? Ja. Und das ist der Konterring. Wenn du den abschraubst, kannst du das alles runternehmen, weil die Grenze musst du ja gar nicht runternehmen. Ja, zum Saubermachen, hier kommst du ja gut rein, ist ja gut sauber, ne? Hier das Gleiche. Hier zuerst den Kranz abschrauben. Ne? Kettenpeitsche. Das kann ich leider nicht. Aber du kommst ja auch nicht rein. Solange wie du den Schlüssel noch nicht hast, kommst du nicht weiter. Okay, aber my lord, ja? Naja, Abzieher ist es ja nicht. Das ist ja zum... Es ist ja schon ein Spezialwerkzeug, auch schon als die Dinger neu waren, war das schon ein Spezialwerkzeug. Weil kein privater Kunde hat das Ding auseinandergenommen. Alles, was sie brauchten, war dieser Schlüssel hierfür. Ja, das habe ich. Den gab es offiziell so zu kaufen. Aber schon der Schlüssel für hier drin war damals schon, also 70er Jahre, war damals schon Werkstattzubehör. Jetzt haben wir den Felgenring hier, den putzen wir und dann... Da haben wir 5 Euro gespart für den nächsten Felgenring. Ja, ihr seht, das ist nicht immer ein befriedigendes Ergebnis, ja, zu dem man kommt. Daher... Man soll es einfach probieren, ne? Ich kann auch nicht mehr machen, als es einfach jedes Mal zu probieren. Und der Felgenring ist okay. Da können wir irgendwas anderes einspeichern wieder mit. Alles schick, mehr brauche ich nicht. Das Rad ist irgendwie recycelt worden in dem Sinne. Und das war's. Okay, so, jetzt fangen wir an. Jetzt ist total witzig irgendwie, dass heute Vormittag überhaupt nicht los war. Und dann, als ich zumachen wollte, kurz vor 1, 10 vor 1, ab da ging es bis um 2, volle Programm, volle Marie, kam einer nach dem anderen und wollte sein Rad abgeben. Totaler Irrsinn, aber nichts zu ändern, war doch gut so. Ich meine, von nichts kommt halt nichts, aber ich musste trotzdem erstmal hochgehen, Marlies hatte gekocht. Und naja, hat sich dann noch gleich wieder ein bisschen hingelegt. Ja, ein bisschen Kinder bespaßt, ganz kurz da oben. Naja. Und so weiter. Jetzt gucken wir mal, wenn Walle kommt, dann kriegt er erstmal sein Präsent hier. Ah, jetzt zeigt echt viel zu machen. Jetzt zeigt hier erstmal ein paar Reifen. Also einen Schlauch zu wechseln. Der mach ich mal schnell. Somit haben wir das schon fertig hier. Der Schlauch ist gewechselt. Noch aufpumpen. Next. Jetzt machen wir es erstmal der Einfachheit nach. Noch ein platter Reifen.
ist einfach jetzt einfach, es kommt jetzt zuerst. Aber das auch. Dreizehn Achs. Achsmutti. Hilfe. Laufrichtung beachten. Herr Blöhr? Hallöchen. Was darf sein? Eine Sattelstange bitte. So. Sattelstütze. Fertig, super. Der nächste Patient, bitte. Hier ein bisschen anspruchsvollere Aufgabe, nicht nur Reifen oder so, ja, sondern Bremszüge. Die kratzen wie Sau, ziehen sich schwer und Bremsbeläge. Machen wir mal eben schnell. Also wie gesagt, ich baue zuerst ab. Manche Sachen, wie gesagt, sage ich. Zwischendurch zuerst mal baue ich halt runter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wird einfach runtergezogen. Ja. Reif muss schnell gehen, weil wir haben noch keine Zeit. Kennt ihr ja. So, vorne haben wir Bremsbeläge. Obwohl die sehen eigentlich noch ganz brauchbar aus, die Belege. Hier sind nochmal ganz okay. Ich glaube, jetzt sind nur die Züge. Wa? Boah, der ist ja mehr als durch hier. Züge. Die Staum, ey. Okay, das ist jetzt auch wirklich die Schnellversion. 2 neue Züge. Herr Bitte. Okay. Yes, what do you need? I was sent to you from Ed around the corner. I'm staying at the hostel. Yeah. And actually, I'll be staying in the area for about a month. And I was wondering if you have any advice to hire. Oh, but it's expensive for a month. Oh, die Lager vorne, die knatzen. Hinten allerdings auch Bremsbeläge. So, weg. Hallo Herr Müller. Herr Müller? Herr Müller, bitte. Sprechzimmer 2. Machen Sie schon mal obenrum frei.
Das ist ja Mann, muss auch unten rum. Ah ja, dann können wir so nicht gestalten. Wunderbar! Ciao! Das ist Schwitteln wenigstens weg in der Kette. Schwitteln, mit Schwitteln. Schwit, 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 hat sie gemacht. Ist geil. Das ist geil. Ein Finger, habe ich gesagt, kann man ziehen hinterher. Komm mal, weg, next. Da ist es. Und zwar haben wir hier eine 1A Sackkarre. Jetzt zeigt Valentin nicht sein kleines Präsent gegeben. Schauen wir noch mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine alte Pelle. Eine alte, olle Pelle. Guckt euch das mal an hier, wie aufgerissen die ist. Überall. Das müssen wir tauschen gegen dieses Rad. Frisch aus dem Baumarkt. Luftrad. Bauhaus AG. Wie man das tauscht, weiß ich gar nicht. Wie tauschen wir von der Sackkarre? Und hier sind Walzenlager offensichtlich hier drin. Da sind so kleine Walzen. Seht ihr die? Ja, was sie nicht berechnet haben, ist, dass sie zu groß ist. Es ist für die falsche Karre. Würde ich ja gerne machen, aber ich brauche ja was, um hier zu kontern. Baby, so läuft das nicht bei mir. Jam, tut mir leid, so funktioniert der nicht. Aber wir könnten ihm natürlich das reparieren, aber er hat kein Lager drin. Und zu guter Letzt können wir nicht dieses Lager, was hier drin ist, da reinbauen, weil der Durchmesser hier nicht stimmt zu dem hier. So, wir haben jetzt hier ein irreparables. Jetzt haben wir jetzt gar nicht drauf. Jetzt habe ich gerade nämlich ein Stück Duschvorhang auch gesägt für eine Nachbarin. Und ich habe diese Sackkarre nicht reparieren können. Weil das passende Laufrad fehlt dafür. Setz mich mal lieber. Mann, 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 ey. Das ist Scheiße. Kotzen ist bitte. Hau rein. Spatzen, Dicker. Spatzen. Ist eh gleich im Neuen. Ja, denn? Das ist ja eine Beschäftigung. Ist ja genug zu tun. Kannst ja nicht die Nacht durchmachen hier. Ja, ja. Mhm. Kurze Zeit zu switchen. Das heißt nicht den Rhythmus switchen und sollst einfach den Tag mal um 11 Uhr fit sein. Ja, wie soll das gehen? Das macht man einfach. Ich ziehe ja auch schon Tage durchgezogen. Na, Tag und Nächte oder was? Ja. Und dann noch weg. Aber nicht, wenn es dir so annähernd scheiße geht. Willst du das einfach absagen, Alter? Ich fasse das nicht, ey. Nee, ich will nicht absagen, aber ich sag nur, wie es gerade aussieht und dass ich mich dann nicht scheiße fühle, wenn ich dann
Wie soll ich denn das machen, wenn ich dann kacke drauf bin und meinen Rhythmus nicht hinkriege, weil es seit Jahren ein Problem ist? Na, da gibt's keinen anderen. Na, mal kann jede Probe fragen. Ja, jede mal schön schlafen. Weil kannst ja versuchen. Das lass mir doch jetzt gleich. Weil ich habe ja nur einen Sonntag Zeit, wenn ich mit der Familie auch was anderes machen kann. Ach so, ja. Dann sagst mir jetzt, dass du, ob du willst, ja oder nicht. Ja, ich will, aber ich muss halt dann. Ich kann dich ja auch nicht erreichen. Ich weiß ja nicht, wie ich dir sonst Bescheid sagen soll. Also ja oder nee, also oder was? Per YouTube oder per Telefon? Achso, per Telefon. Bei Fahrzeug in Berlin oder was? Berlin. Nee. Deine Nummer nicht. Wieso nicht? Gib mir mal bitte. Warte, ich fahr morgen alleine, ey. Also ich fahr morgen alleine. Nee, warte, ich komm dann wieder um 3 später. Nee, das hilft ja nicht, da bin ich weg. Dann. Warte mal, was soll ich sagen? Dann mach ich Familie. Da bin ich schon wieder da, da bin ich 100 Kilometer schon gefahren. Dann fahr ich auch viel früher los. Fahr ich einfach morgen viel früher los. Was soll ich jetzt sagen? Und mach die Runde alleine. Das ist ja klasse. Du fährst mal einfach bis zum Grunewald. Zum Grunewald ist überhaupt kein Hit. Ich fahr ja eine ganz andere Strecke. Ich will nicht mehr im Mauerweg langfahren. Ich auch, mein Vater. Mann, jetzt mach die Kamera aus. Nee, mach ich nicht aus. Was ist denn los, ey? Was geht denn, Alter? Das ist noch eine 25. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Brust. Mann, ey. Wie wird das Wetter morgen? Leicht bewölkt. Saft. Wie auch immer, müssen wir sehen, was mit Walle ist. Der kränkelt jetzt schon rum hier, weil er die. Ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum. Weil er nämlich die Räder gesehen hat. Und eigentlich will er mit den Rädern nicht fahren. Das ist alt, ey. Tannos habe ich aber angebaut. Er hat doch Corona schon. Der kriegt jetzt spontan Corona, Selbstentzündung, alles, weil er die Räder gesehen hat. Ja, hör doch mal auf zu vandalieren. Gib doch mal auf. Ja, dieses Teil hier springt hier rum. Was für 5 Euro. Wird versteigert oder verschenkt? Verschenkt an den 1-millionsten Abonnenten. An den besten Kommentator. An das beste Kommentar. Wird das abgegeben? Wer wieder was gegen Walle, wegen Walle, gegen Walle sagt? Gegen Walle. Gegen Walle. Gegen Walle. Ja. Gegen Walle. Was? Gegen Walle? Gegen Walle. Gegen alle. Gegen alle, meine ich. Ach so. Walle gegen alle. Kugellager. Kugellager. Kuwahara. ich hab Kuwahara. Geht mir auf den Sack, ey. Oh, jetzt geht dir doch mal auf den Sack. Ey, genau. Auf den Sack, ey. Bestell mal noch ein paar Mützen und Akkuschrauber-Ladegerät. Haben wir nicht, wa? Haben wir nicht bekommen? Haben wir nicht bekommen? Haben wir nicht bekommen. No orderings. No orderings, no orderings. Okay, wir haben ihn. Okay. Taschenlampe, Powerbank mitnehmen, Fresskram, Drinkstuff und alles nochmal in die Fahrradhalterung. Komplettes Gravel-Ausstattung. Komplette Gravel-Ausstattung. Keine Ahnung, was er redet. Aber das weiß er ja selber nicht, das ist ja das Problem bei ihm. Das bin ich nicht. Das sind alles andere. Das sind einzelne genannt. Ihm zugetragenes. Erwirkung auf mich. Wie auch immer. Ich komme mit ihm ja zu klar, mit dem Walle, wa? Walle? Okay. Ja? Ja, kommen wir jetzt schon klar. Wenn ich sowas sehe, dann bin ich fröhlich. Wenn ich sowas sehe. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich wuchel. Hier, das hier. Nee. Wenn ich sowas sehe, und wenn ich sowas so sehe, da flippt der aus, da flippt der aus. Der ist kotzen. Naja, das war mir auch klar, deswegen steht es da in der Ecke. Da will ja keiner mit angucken müssen, sowas. Das war ja vorher drin, ne? Aber jetzt, wenn ich sowas sehe. Ist schon besser. Da muss ich schon wieder kotzen hier. Was ist das für ein Ständer hier? Abflug oder was? Lufthansa halt. Nee, Quatsch, ist ja nicht gefallen. Oh, jetzt hör mal zu sammeln, Alter. Du machst mal zu sammeln, es ist kurz 9:15. Ja. Also, ciao, René Horn. Tschüss. Tschüss. Oh. Ich hab das schon wieder mal vergessen, was der da geschrieben hat.